Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ja, es ist eine ganze Weile her, dass wir gespielt haben. Ich glaube, 1,5 Jahre oder so, circa. Aber ja, ich habe jetzt, nachdem ich Resi beendet habe, mir gedacht, komm, du hast endlich Zeit. Also ich habe Lust sowieso schon die ganze Zeit gehabt, aber Zeit war irgendwie schwierig. Und nachdem ich jetzt Resi beendet habe, dachte ich mir, komm, jetzt ist es Zeit, endlich Medium wieder weiterzumachen. Dachte, das nächste Horrorspiel hinterher. Und ja, wir sind jetzt wieder hier in Medium mit unserer guten Marianne. Und wir sind immer noch auf der Suche nach der Wahrheit um die Geschichte von unserer guten Vivienne, die wir im letzten Part auch noch ein bisschen besser kennengelernt haben. Und zwar haben wir unter anderem ihren Künstlernamen Vivienne, ihren Namen als Balletttänzerin kennengelernt und haben ihre Maske gefunden zum Befreien. Also den Namen fehlt uns noch, aber ihre Maske zum Befreien haben wir schon. Allerdings verbunden mit einer Erinnerung, die nicht so schön klang, wie sie hätte sein können. Und zwar hatte sie irgendwas geschrien von, was machst du hier, lass mich in Ruhe, etc. Das klang nicht sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was da passiert ist. Vivienne scheint auch sehr überfordert gewesen zu sein mit ihrem ganzen, ihrer ganzen Arbeit. Irgendwie das Management scheint sie irgendwie gezwungen zu haben, ein bisschen, also beziehungsweise sehr unter Druck gestellt zu haben. Und ja, ich bin sehr gespannt, was uns noch um ihre Geschichte erwartet. So, was haben wir denn hier? Ein Armband. I guess one of these names belongs to your true self. But which one is it? Ellie oder Tori? Okay. Vivienne heißt in Wahrheit entweder Ellie oder Tori. Good to know. The page was torn out. I can't make out the numbers. Ich habe nichts. Okay. 5, 8, 9, 6. Steht da unten. Okay. Da können wir wieder in die Geisterwelt wechseln. Und ich glaube, das müssen wir auch tatsächlich tun. Ich bin sehr gespannt, was unsere guten Schlunde noch irgendwie mit uns vorhaben. Aber naja, wir gehen mal rein. Und beten, dass wir uns nicht direkt finden. Wir sind direkt in den Schleichmodus. Achso, wir sind wieder hier. Ja, das ist genau, hier waren wir im Managerzimmer. Hier waren wir ja schon, stimmt. Genau, der hatte sie ja auch beobachtet. Stimmt. Das ist einige Zeit her jetzt wieder, aber. Ja, doch. Ich erinnere mich. So ein geheimnisvoller Gang. Warum ist hier denn nichts? Na gut. Ich schleiche aber weiter rum. Ich habe Angst vor dem Schlund, der hier rumläuft. Aber irgendwie wirklich weiter kommen wir hier, glaube ich, auch nicht, ne? Nicht wirklich. Dann gehen wir wieder zurück. In die Menschenwelt. Oh, das war der falsche Spiegel. Ups. Da hatten wir die Nummer, ne? Darf ich kurz nochmal anschauen, was wir hier, wie die Nummer waren. 5, 8, 9, 6. Ich habe nichts, ja. 5, 8, 9, 6. Mom. 8, 9, 9, 5, 4, 5. 12, 50. Aha,
Okay, 5896. Das müssen wir uns merken, 5896. Irgendwas wird uns das schon helfen, hoffentlich. Dann gehen wir wieder raus. I still don't know her real name. Just words. Sounds without meaning. Ach so, okay. Okay, never mind. Wir kommen hier nicht raus. Okay. Aber warte mal, vielleicht haben wir... Vielleicht ist das die Connection... Deswegen die Connection da zum Manager, dass wir vielleicht da irgendwie... Nein, hier wollte ich nicht hin. Die Connection zum Manager, dass wir vielleicht da den Namen Tori oder... Was war das andere? Ellie, glaube ich. Finden. Hör auf das Echo. Also, okay, last one. I can barely feel my wrist. Das haben wir, glaube ich, schon, ne? I don't care. Ja, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Okay, wo könnte noch ihr richtiger Name sein? Glaube ich gar nicht durch, ne? Ne, ne, ne. Da blockt uns das Spiel ab. Okay. Okay, wie finden wir den richtigen Namen raus? Das wüsste ich gern. Hier ist gar nichts. Hier ist nur der Spiegel. Hm. Geht's denn dahin? Ist ja noch irgendwie was Interessantes? Tür. Nee. Okay. Ich bin leicht verwirrt. Hier kommen wir nicht weiter, wenn wir den Namen nicht wissen. Gehe ich mal von aus. Tori oder Ellie? Aber welcher von den Namen ist es? I still don't know her real name. Da kommen wir wirklich nicht durch. Just words. Sounds without meaning. Okay. Das sind immer noch die Zeichen. Ich habe nichts, ja. Finden wir auch, glaube ich, sonst nichts, ne? Nee. Ich würde hier anrufen bei den Leuten, aber naja, geht halt nicht. Hier kommen wir halt nicht durch. Oder können wir da durchschleichen, ne? Das ist sehr verwirrend. Muss ja einen Grund geben, warum wir hier eine Verbindung zu ihrem Manager haben. Right? Und hier kommen wir halt auch nicht mehr durch. Also wir müssen irgendwas finden. Aber ich bin... Ich wüsste nicht wo. Ist alles abgeschlossen. Kommt nirgendwo durch. Es ist einfach nur noch. Ist auch sonst nichts. Ne, es ist nur diese Erinnerung. Vivian. Plan. Da kommen wir nicht raus ohne ihren Namen.
Hier hängen zwei Namen, aber nicht den Namen, den wir... Aber wir finden nicht einen eindeutigen Namen. Hier ist auch... War da gerade was? Ne, oder? Ne. Da leuchtet doch irgendwas auf, wenn ich hier lang gehe, oder nicht? Das ist das Licht. Ne, das... Keine Ahnung. Scheint nicht. Hier können wir nichts machen. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Partial numbers. Fragmente von Zahlen. Ah, I see, I see, I see, I see. Die habe ich nicht gesehen. Okay, let's go. Dann natürlich jetzt Fragmente hier. A bunch of numbers, some would say. But I sensed there was a lot more to them. Okay. Können wir jemanden anrufen damit? Yes. Oh my God, Ellie! Ellie. I thought you were... No, no, I'm... Das heißt, Tori. I'm really happy to hear from you. Why didn't you call sooner? Das heißt, sie heißt Tori. You did? But... Eugene, that slippery son of a bitch. Ellie. She was very special to her. You don't need to be a medium to see it. So... If you were talking to Ellie, that means... Tori, it's you. The real you. That's your name. It made sense, really. Okay. A name is more than what everyone calls you. It's what you feel yourself to be. Alles klar. Wir haben einen Namen. Was haben wir denn hier noch? Achso. Hello? Wieder... Oh, hey. Nee. Are oh, they nee, asleep? Mein... It's fine. I know you're busy. I'm busy too. Yeah, it's tomorrow. The big day. Yep. Thanks. I'll see you home. Kiss them for me, okay? Not exactly a hotbed of passion. Nicht wirklich, ne? Yes. Yes, Mother, I know. I'm doing my best. What? No, I... Well, what about my hard work? It's not always about you. Don't call me Victoria. You know I hate that. Victoria. That was her given name. But not the real one. Not to her. Hmm. Hello? Yes, this is Vivian. Room 347. I want to make a complaint. There was a man here. Yes, from the hotel staff. Frankly, I think I smelled vodka on his breath. He... What? That was the chief of staff? You know what? Never mind. Thank you. Well, it's a stressful job, I guess. Das klingt ja wirklich fantastisch. Ja, gut, aber Tori, wir haben deinen Namen, wir haben deine Maske. Wir können dich endlich befreien. Ich würde sagen, let's go, ne? Wir jetzt hier durch? Oder müssen wir nochmal lang? Hier geht's nicht lang, immer noch nicht. Schade. Achso, stimmt, wir können jetzt durch die Tür. Natürlich, ich bin dumm. Alles gut, ich habe es vergessen, dass wir hier durch können. Hallo. Gar kein Bock. So Tori, hoffentlich können wir dich jetzt befreien. Ich I'm not gonna lie. It felt good putting that curse of mine to good use.
Moments like that used to keep me going. Kann ich verstehen. I'm not sure anymore. Nein, falsche Richtung. Ist das für ein Licht? Ich dachte schon, was ist das für ein Licht? Also ich den Weg noch wüsste, keine Ahnung. Ich glaube, hier geht's nicht lang. Nö, nö, okay. Dann gehe ich mal davon aus, wir müssen dadurch durch den Spiegel wieder. Ah ja, ich erinnere mich, ja, ich erinnere mich an diesen Raum. Ich schleiche mal nicht, es ist nämlich ziemlich langsam. Jetzt schleiche ich wieder. Nein, da wollte ich nicht hin. Da ist unsere Tori. It's okay. You can be free now, Tori. Thank you. Thank you. You did it, Marianne. Sent them away. Sehr gut. To a better place, I hope. Well, anywhere is better than here. Das ist wohl wahr. Schicke sie mit den anderen Opfer fort. Wunderbar. Will you just let me pick you up already? Okay, das können wir nicht mitnehmen. Schade. Warte. Da liegt noch was. Okay, okay, ein stilles Mädchen. Ja. Mr. Rikovic ist unvernünftig, um es milde auszudrücken. Ich bin Krankenschwester, kein Kindermädchen. Ich verstehe, dass er jemanden braucht, auf den er, der auf sie aufpasst. Aber ich habe... Darf sie aufpassen, aber ich habe so schon alle Hände voll zu tun. Selbst wenn ich all meine anderen Pflichten vernachlässige, ist er immer noch der arme Mr. Tarkowski, Entschuldigung, um den ich mich kümmern muss. Ich versuche trotzdem mein Bestes zu geben. Zumindest ist das Mädchen ruhig und zieht sich zurück. Sie redet gerne mit ihren imaginären Freunden, aber das ist für jemanden in ihrem Alter wohl ganz normal. Manchmal höre ich, wie sie ganze Gespräche führt, und ich könnte schwören, dass es sich anhört, als würde sie zwei Menschen unterhalten. Sie ist wirklich begabt. Ich schätze, sie liegt in der Familie. Okay. Ah, der Bolzenschneider. Yes. Fucking finally. Kein Bolzen zu stark. Time to get back to the day room. Sehr gut. Hol dir den Bolzenschneider, abgeschlossen. Wunderbar, betritt die Tagesstätte. Das ist ein ganzer Weg zurück, aber okay. Aber ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Cut für diesen Part von The Medium, nachdem wir jetzt endlich den Bolzenschneider haben und Tories Geschichte abgeschlossen haben. Und ja, wir werden jetzt die Tagesstätte beim nächsten Part erreichen hoffentlich und betreten. Und ich würde sagen, bis dahin sage ich ciao.